Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Beim letzten Mal haben wir einen riesigen Schlachtfisch abgeschlachtet und allerhand lustiges Zeugs hier erlebt. Und jetzt werden wir weiter hier machen für die Diebesgilde. Mal schauen, was hier als nächstes zukommt. Auf uns zukommt. Oder? Was ist denn hier? Ah, da vorne ist eine Tür. Ah, das ist die Tür, für die der Schuss erforderlich gewesen ist. Wir sind jetzt sozusagen hier so außen rum geschwommen und hast du nicht gesehen. Schieß mich tot. Nein, nicht wörtlich nehmen. So, hier ist ein Tor. Gut, jetzt möchte ich hier aber möglichst tötungsfrei durch. So, Tonne. Brauchen wir nichts von. Da vorne ist ein Daedra. Normalerweise zähle ich Daedra jetzt nicht unbedingt für eine Mission der Diebesgilde. Halt, dass ich sie jetzt umgehen darf oder kann oder was weiß ich. Aber irgendwie in dem Fall kann man sie doch töten oder nicht. Wenn du dich umdrehst, wäre ich dir sehr verbunden, weil da vorne ist ein Nirnwurz. Du zählst nicht zu einer Diebesgilden-Mission. Du bist wohl hier, aber du stinkst nach Bockwurst. Ich möchte den Hinwurz da vorne haben. Sie sind Daedra auch keine richtigen Menschen. Es sind Kreaturen aus den Ebenen Oblivions. Oder wie die Spielemacher es gerne sagen, Oblivion. Hey, cool, wir mussten sogar am Ende den Weg gehen. Dann würde ich aber gerne wissen, was da hinten noch gewesen ist. Hallo Ratte. Oh, scheiße. Hand ausgerutscht. Kann mal passieren. Da ist was Böses hinter. Das ist was richtig Böses. Ich sehe das. So, Tür auf. Unsichtbar. Wetten, Sturmatron nach. Ha! Was finden wir denn hier alles? Gut, hier. Heiltrank. Den umgehen wir jetzt aber mal ganz gekonnt. Hallo, ich habe dich berührt. Ich schieb dich. Guck mal, was Unsichtbares schiebt dich zur Seite. Und Sesam, schließe dich. Ich möchte mich jetzt, wie gesagt, nicht mit dem Sturmatronachen anlegen, weil mir der doch eine Nummer zu groß ist. Und ihr wisst ja, wie es mit mir und Sturmatronachen ist. Die werfen erstmal den kompletten Schaden auf mich zurück, sodass ich doppelt und dreifach gepwnt werde. Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss jetzt einfach mal wieder mit der Zeit raten, weil ich Idiot mal wieder nicht drauf geschaut habe und gehe rauf, du Scheißteil. Und was nun? Unsichtbar machen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Erweitert. Okay, irgendwo da hinten hin. Links, rechts, geradeaus. Da ist irgendetwas Tierisches, Großes. Gehen wir erstmal den Weg. Vielleicht finden wir irgendetwas Besonderes. Das sind lauter sehr schwere Schlösser. Ich glaube, die wollen uns hier etwas versperren. Oder sie wollen nicht, dass wir irgendwas finden. Jetzt möchte ich hier aber tötungsfrei durch. Komme ich denn dann hier hin? In eine Sackgasse. Also interessiert mich schon mal nicht, was da oben ist. Gut, und hier lang. Nochmal sehr schwer. Ich glaube, die wollen hier echt irgendetwas verstecken von mir. Immer wenigstens haben, können wir damit unsere Sicherheitsfertigkeit erhöhen. Auch mal was Tolles. Scheiß Sturmatron nach, die gehen wir aus dem Weg, genauso wie Beschwörer Adeptin. Da ist auch schon wieder aus. Das war schon der komplette Dungeon. Hier. Wie lame. Aber jetzt nochmal eine sehr schwere Truhe, die will ich gerne ausnehmen. Vielleicht ist da irgendetwas Tolles drin, wenn sie es schon hier sehr schwer versperren.
700 Gold und kopflosen Zombie beschwören. Ist gar nicht schlecht. Schleichenfertigkeit hat sich erhöht und da oben ist irgendetwas. Nee, ist doch nichts. Sah nur so aus wie in diesem Teil da, wo bei dem anderen Teil die Flamme rauskommt. Fatis Arens Turm. Ist euch aufgefallen, ich gehe mal mit dem Teil sofort in die Mitte rein und mache erst das Teil in der Mitte hoch und dann die Teile hinten und dann gehe ich erst da vorne. Also irgendwie habe ich so total schlechte Angewohnheiten. Falls ein Thema während des Gesprächs weiterhin Goldfarben erscheinen hat, dieser Charakter euch noch mehr zu erzählen, aber nur, wenn ihr ihm sympathisch erscheint. Bastard. Gut. Und dann geht's denn hier. So, ihr habt entdeckt, Tempel des Kaisers Zero. Wie gay ist denn das? Nein. Standard. Tempel des Kaisers Zero. Wie geil ist denn das? Nein, ich bin schon da. Wahrscheinlich irgendwie vom ersten Kaiser oder soll es heißen. Frostatonach. Den können wir auch umgehen. Und dort oben ist ein Dad drauf. Ein Zivali. Oder wie die Viecher heißen. Okay, jetzt stehen wir hier vor einer ziemlich schweren Aufgabe, weil ich schätze, wir müssen hier hin. Nee. Da ist der Kerl. Hier ist die Truhe. Das ist der Kerl. Das ist die Hackfresse. Da. Das ist eine ziemlich geile Steintruhe. Vielleicht kann ich den hier irgendwie wegschieben. Oh, ich bin ja da gleich sichtbar. Haben wir vielleicht irgendwie einen Chamäleon-Zauber? Eure Magie reicht nicht aus. 332. Wie viel habe ich? Oh, nicht mehr bei weitem. So viel. Schatten. 197. Vielleicht habe ich irgendetwas, mit dem ich meine mein Magika erhöhen kann. 15. Nee, das ist zu wenig, der Chamäleon-Trank. Magie wiederherstellen? Nein. Hier, nein, festigen Willenskraft nicht. Wir wollen Magika festigen, aber das brauchen wir auf erster Stelle. Was mich auch interessieren würde, was ist, wenn wir das hier jetzt essen? Wie viel Prozent haben wir denn dann, Chamäleon? 5. Das ist definitiv ziemlich wenig. Was haben wir denn noch? Schadenmagie, so doof bin ich nicht. Was haben wir hier denn noch? Manchmal bringt es auch einfach, die Zutaten rot zu essen. Gut, da wäre ich dumm, würde ich das jetzt machen. Menschliches Herz, Lebensenergie wiederherstellen. Okay, das ist mies. Magie wiederherstellen. Oder ich habe eine Idee. So. Was hat jetzt nochmal Magika erhöht? Das hier. Au, des Wächters. Magie festigen. 64 Punkte herstellen. Magie festigen. Jetzt haben wir 232 Magie. 232, damit können wir jetzt definitiv schon mehr anfangen. Vielleicht können wir noch etwas mehr rausholen. Aber 50% ist vielleicht doch noch ein bisschen zu wenig. Vielleicht können wir uns noch was Chamäleon-mäßiges zusammenbrauen. Da, Elytra-Sekret. Chamäleon, 34% für 103 Sekunden. Das heißt, wenn wir das Tal jetzt nehmen und Schatten drauf tun. Nein, nee, wir haben noch zu wenig Magie.
Was? Wir brauchen eine höhere Fertigkeitsstufe. Wie viel brauche ich denn? Illusion von 75. Na toll. Das habe ich natürlich mal wieder gnadenlos überlesen. Gut, jetzt würde mich interessieren, wie viel Chamäleon haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt insgesamt, jetzt muss ich rechnen. Ach, ja, wir haben über 50%. Ja, ich weiß, es ist jetzt mal wieder diese volles Rumgedenke hier. Bla 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 bla. Haben wir vielleicht noch irgendwas, mit dem wir Chamäleon erhöhen können? Und haben wir irgendwas? Das schreiende Maul? Nee, sonst haben wir hier nichts. Okay, jetzt heißt es nur hoffen und beten, dass wir nicht entdeckt werden. Steintruhe. Gewand der Ablenkung. Arena, Sturmschlüssel. Da, schlüsselförmige Fallspitze. Ich habe eine schlüsselförmige Fallspitze gefunden, jedoch nicht den ganzen Fall. Das muss es sein, wonach Graufuchs sucht. Mehr werde ich wohl kaum finden. Ich sollte ihnen die Fallspitze bringen. Was ist das? Geschichte der Dwemma. Vates Aren, was hast denn du? Du hast sonst nichts. Was ist hier? Hier ist auch nichts Besonderes. Okay, ich schlage vor, wir ziehen uns jetzt einfach mal ganz geschickt zurück. Solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Aber dass sie den hier nicht erkennen. Weil den erkennt man ja ohne Probleme. So, Arens Turmschlüssel. Jetzt können wir hier raus. Endlich, wohlgemerkt. Ja, das war jetzt mal ziemlich viel Rumgeüberlege. Interessante Mission. Und da vorne ist es. Und da vorne ist auch Bravil. Und jetzt sollen wir das im Graufuch zurückbringen. Da war ja, glaube ich, ein Koroll. Gut, dann reisen wir mal nach Koroll. Weil wir gerade nichts vorhaben. Aber ich habe das jetzt zum ersten Mal, dass ich jetzt überlegen musste, wie wir jetzt an dem vorbeikommen. Oder dass ich jetzt generell mal die Alchemie genutzt habe. Oder halt irgendwie solche Tränke. Oder Magie erhöhen. Das ist das erste Mal. Das war jetzt sozusagen auch meine Premiere. Für mich selber auch. Ja, Pelt befindet sich... Ach, fick dich. Nebenbei Wiederherstellung erhöhen. Und jumpen. Graufuchs, ich komme. Dann gehen wir mal das schöne Teil. Und dann kassieren wir unsere Belohnung. Sehe, ihr folgt ebenfalls dem Graufuchs. Ja, der Graufuchs. Ich warte schon eine Weile. Rettungsfall. Habt ihr den Rettungspfeil? Ich habe nur das Maßpfeil. Natürlich hätte ich gerne den ganzen Pfeil gehabt. Aber das ist nicht eure Schuld. Ich muss ihn wohl reparieren lassen. Ja, toll, den Stock draufstecken. Diese Pfeilspitze bringt meinen Plan... Egal. Ich könnte eure Dienste schon bald wieder benötigen, wenn die Geschehnisse meinen Plänen entsprechen. Hier ist eure Belohnung. Ich befördere euch zum Meisterdieb der Diebesgilde. Fatis Ules aus der Kaiserstadt wird euer neuer Hehler sein. Ich habe einen neuen Hehler. Schatten toll. Mögen euch verbergen. Ich möchte gerne warten, bis der hier rausgeht. Und ich krieg grad mal 500 Gold. Das, was ich da mindestens verprasselt habe. Keine Ahnung. Das ist bestimmt mehr als 500 Gold wert. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ja, dann mach ich kurz zack und dann bist du tot. Hallo? Hi, fick dich. Ja, ich bin hier heute mal wieder so richtig nett. Wie geht es euch heute? Besser als dir. Missionen. Kaufen ein Haus in Bravil. Übergabepunkt. Nach den Wurzeln suchen. Shuring als. Genau, Pferderüstung. Wir haben hier jetzt ein Pferd. Dann reisen wir mal zu den Fuchsstellen. Dann würde ich jetzt gerne mal wissen, was wir uns da eine schöne Rüstung für unsere Schattenschute holen können. So, da
Ist schon unser... Nein, wo ist unsere Schattenschute da? Ja, Schattenschute, ganz toll. Hier müssen wir hin. Nimm mal mit dir. Ich bin Brilus Garvey. Und nein, wir verkaufen keine Pferde. Aber wir essen gut. Die Ställe gehören einem Ork. Und ihr wisst ja, Orks und Pferde. Sieht man hier, wo ich gerade meinen Pfeil zeige, so richtig schön das Arschloch des Pferdes. Das muss ich mir jetzt mal genauer ansehen. Tatsächlich. Weil es alles machen die Leute und dann machen sie da so ein richtig schönes Arschloch hin bei dem Pferd. Genau wie bei dem hier. Wenn mein Schattenschutter auch so ein fettes Arschloch hat, dann muss ich jetzt lachen. Frag nicht, wie ich übrigens aufgekommen bin. Ach du Scheiße. Sogar mein Schattenschutter hat ein Arschloch. Oh, weißt du, dann machen die sowas. Und dann... So, da. Snack Krabura. Eigentümer und Manager. Wir nehmen Pferde auf. Und, nun... Wir verkaufen eigentlich keine Pferde. Verkaufen sie nicht mehr, meine ich. Okay, ich bin wegen der Pferderüstung hier. Was darf ich euch anbieten? Stahl oder Elfenrüstung. Stahl! Bitteschön. Nochmals danke für eure Hilfe. So, Snack Garbura hat mein Pferd gratis mit einer Rüstung ausgestattet. Fortan wird sie jedes Pferd, das ich regelmäßig besitze, für 500 Goldstücke mit Stahl oder Elfenrüstung ausstatten. Okay, wie sieht es die Schattenschute aus? Wahrscheinlich richtig scheiße. Nein, geht ja sogar noch. So, jetzt haben wir sie gepanzert. Jetzt ist das hier mal wenigstens etwas authentischer. So. Schattenstute. Gut. Wo könnten wir denn jetzt eigentlich hin? Na komm, auftauchen, du Scheißviech. Ich weiß, ich bin jetzt gerade unter den Rücken gesprungen. Ich bin mal wieder richtig toll. Stammkrabbe! Tote Stammkrabbe, nein. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ist kein Scheiß, wo will ich hin? Ich reite jetzt einfach hier drauf los. Okay. Wo will ich denn hin? Wir haben jetzt schon wieder hier mitten in der Nacht und ich wollte jetzt eigentlich wieder mal ein bisschen mit dem Hauptquest weitermachen, obwohl Paranoia. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es hier noch bis nach Skingard schaffen mit der Nacht. Kapell. Ja. Chapel heißt Kapelle. Für die Nichtwissenden. Englische Fortgeschrittene. English for Runaways. So, wie spät haben wir es? Wir haben... wir haben sogar noch Zeit. Ein wenig. Wo will ich denn hin? Ich hab gedacht, ich bin hier bei der Kapelle. Ach, so ein Scheiß. Da vorne ist ja die Kapelle. Da, wo eine Kirche ist, ist auch meistens eine Kirche. Wobei ich irgendwie echt schon sagen muss, dass es doch keine Kapelle ist, sondern dass es schon echt eine Kirche ist. Gut, dann gehen wir mal hinter das Haus. Tut euch keinen Zwang an. Da, Glatir. Also, was habt ihr über den Ehrenwerten David Cyrillia erfahren? Ihr hattet recht, er spioniert euch aus. David Cyrillia spioniert euch nicht aus. Ich habe ihnen noch nichts berichten, er spioniert euch nicht aus. Nun denn, ich muss euch vermutlich glauben. Wenigstens kann ich mir jetzt sicher sein. Hier, dies ist eure letzte Aufgabe. Was ist mit der Belohnung, die ihr mir versprochen habt? Hier ist das Gold, wie versprochen. Ich zahle immer meine Schulden. Und mehr als das. Erledigt die letzte Aufgabe in dieser Notiz. Und ich zahle euch noch mehr, viel mehr. Was soll ich denn machen? Da, handgeschriebene Notiz. Nein. Todesliste. Ah, Bernard Pennis muss sterben. Anders geht es nicht. Sie verschwört sich ganz eindeutig gegen mich. Kommt wieder zu mir, sobald es erledigt ist. Achtet darauf, dass es euch niemand folgt. Dann gebe ich euch eure Belohnung. Glatir. Okay, müssen
Die töten. Wir könnten jetzt eigentlich auch zur Wache gehen und dem Bescheid sagen, dass Glad hier jetzt ein wenig am Rad dreht. Aber wir werden jetzt einfach dieses Mädel hier töten. Wo müssen wir denn hin? Da, die ist hier im Haus. Wie gesagt, wir sind ein Assassine und das sehe ich jetzt einfach mal als Assassinenauftrag. Ja, so, ich sehe das jetzt einfach mal so. Speichern wir besser. Du bist tot. Ich habe brennete. Ach. Ich sollte gleich heute Mitternacht besuchen. Hey, cool. Die hat sogar Gold dabei und einen Schlüssel. Ja, ding, ding. Als ob die Kirche wüsste, dass ich gerade jemanden gekillt habe. Scheiße, 1000 Kopfgeld. Okay, das kann ich doch bestimmt irgendwie hinkriegen, ohne dass ich Kopfgeld kriege oder nicht. Und Kopfgeld. Warten wir noch ein bisschen. Das ist scheiße. Okay, ich könnte es theoretisch so lange versuchen, auf die einzudreschen, ohne dass wir Kopfgeld kriegen. Ich glaube, so werde ich das jetzt auch machen. Und zwar offscreen. Ich hoffe, ich hasse Offscreen-Arbeit. Okay, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war Let's Play, der Elder Scrolls IV Oblivion. Bis zum nächsten Mal. Ciao.